Jesus Christ is everything. He's our Jesus Christus ist alles. Er ist unser Alles in allem. Er ist mehr als genug. Er ist das Zentrum des Universums. In Kolosser 1, 15, 16 heißt es, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene allen Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in dem Himmel und auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren, es seien. Zwar durch ihn und für ihn wurden sie geschaffen. Er war vor aller Dingen und er hält alles zusammen. Was für ein trostgebender Gedanke, dass Jesus Christus alles zusammenhält. Wir finden uns in einer so besonderen Zeit. Es sieht aus, als ob die Welt auseinanderfällt. Aber wir sind mehr und mehr verliebt in ihn und miteinander. Wir finden Stärke und Ermutigung, wenn wir füreinander beten und die unterstützen, die in Not sind. Gott hat etwas so Besonderes in unserem Geist getan. Und wir sind so dankbar, dass wir einander Familie nennen dürfen. Es ist seine Liebe, die uns gezogen hat, seine Gegenwart. Er liebt es, mit uns zusammen zu sein und wir lieben es, mit ihm zu sein. Aber er lehrt uns und zeigt uns, wie wir tiefer gehen können. Und je mehr wir ihn ins Zentrum stellen, je mehr wir sein Angesicht suchen, desto mehr sitzen wir in seiner Gegenwart und beten ihn an und geben ihm all die Ehre und all die Anbetung. Je mehr hebt er uns hoch, desto dichter fühlen wir uns an seinem Herzen und zueinander. Das ist eine so kostbare Zeit in unserer Geschichte, dass der Herr unsere Herzen in eins verschmelzt, sodass seine Träume erfüllt werden. Dass das Gebet im Garten war, in Johannes 17, sodass sie eins sind, so wie wir eins sind. Lasst uns weitermachen, in seiner Liebe zu wachsen. Und lasst uns weitermachen, ihn auf den Thron zu heben, unseren König, unseren Herrn und unseren Erretter. Jesus sei das Zentrum von allem.